In seinem Anzuge war er äußerst seltsam. Gemeiniglich trug er das Haar fliegend, oben mit einem schwarzen Bande zusammengeknüpft. Seine Kleidung bestand in einem schwarzen Rock, einer gelben Weste, roten Beinkleidern und schwarzen, wollenen Strümpfen. Das Zisterzienserstiftstamms im Tiroler Oberinntal ist im 18. Jahrhundert ein Musikzentrum von überregionaler Bedeutung. Der aus Böhmen stammende, zu seiner Zeit europaweit berühmte Komponist Johann Zach weilt hier mehrfach und genießt die Gastfreundschaft der musikbegeisterten Mönche. Er begleitete jede Leiche, die ihm aufstieß, bis auf den Kirchhof, mit der tiefsten Rührung und erbauender Andacht. Hörte er außerdem, dass jemand in dem Ort gestorben war, so ließ er Essen und Trinken stehen, ging ins Sterbehaus und bat um die Erlaubnis, mit zur Leiche gehen zu dürfen. Gab es irgendwo einen Leichenschmaus, so schüttelte er wehmütig den Kopf und sagte: Hier muss man beten, nicht schmausen, und entfernte sich, ohne einen Bissen und ein Glas Wein anzurühren. Johann Zach überlässt dem Stiftstamm seine Vielzahl seiner Werke. Das Musikarchiv des Klosters beherbergt daher heute die weltweit größte und wichtigste Sammlung von Werken des Komponisten mit vielen nur hier überlieferten Kompositionen. Zach verlor seinen Verstand aus Liebe, die er gegen eine vornehme Dame gefasst hatte. Nichts konnte ihn von dieser unglücklichen Leidenschaft heilen. Dem ungeachtet schrieb er noch in guten Stunden die trefflichsten Sachen. Der Bernardisaal des Stiftes Stamms wird 1719 bis 1729 von Georg Anton Gump erbaut. Die räumliche Gestaltung des Saales ermöglicht eine unsichtbare Himmelsmusik, die von der Empore erklingt. Mit Sicherheit wurde hier auch Musik von Johann Zach aufgeführt, in Anwesenheit des Komponisten.